Ich weiß auch nicht, was wir sollen machen. Wir schauen, keine Angst. Ich glaube, es ist gar nicht gut. Ganz komisch. Ohne Dorimer. Wir sind dran. Macht aber Genie nichts. Wir fahren bei denen noch Deck. Lagebeurteilung nach der praktischen Übung. In der ganzen Klasse wird diskutiert, wie ein Team die Übung gemeistert hat. Die Marianne Englert ist die erste Person im Rollstuhl, die den Ersthelferkurs Stufe 3 hier bei der SIRMED macht. Bei einem Töffunfall 1992 ist ihr Rückenmark gequetscht worden. Seit 20 Jahren ist sie jetzt definitiv im Rollstuhl. Als gelernte Spitalgehilfin möchte sie weiterhin Menschen helfen und hat jetzt im Samariterverein Luzern eine neue Aufgabe gefunden und das trotz Rollstuhl. Also ich bin jetzt eigentlich gar nicht an die Grenzen gekommen. Sicher im Sanitätsdienst kann ich Sachen nicht machen. Das heisst, ich kann nicht auf dem Front sein, also außerhalb vom Sanitätsposten. Aber ich, im Posten selber ist immer auch ein Dienst wichtig. Für die, die dort Hilfe brauchen. Und dort kann ich einen die wertvollen Dienst leisten. Ist dann auch ein bisschen eine Rückendeckung für die, die draußen sind. SIRMED bildet rund 8'000 Teilnehmer pro Jahr im Bereich Erste Hilfe aus. Hier im neuen Schulungsraum mit der Überwachungskabine wird der Ernstfall geübt. Der Helge Regener, Geschäftsführer der SIRMED, ist überzeugt, jeder kann helfen. Erste Hilfe geht alle an. Und es ist tatsächlich so, es ist das erste Mal, dass wir eine Kursteilnehmerin im Rollstuhl haben, die an Stufe 3 Kurs teilnimmt. Auf den allgemeineren Kursstufen, wie Reanimation oder die Stufen 1 und 2 im Bereich Ersthelferausbildung, haben wir schon Rollstuhlfahrende gehabt. Und was der oder die Einzelne in der Lage ist, an Maßnahmen zu erbringen, das entscheidet jeder selber. Jeder, der oder die bereit ist, sich Fertigkeiten und Fähigkeiten der ersten Hilfe drauf zu schaffen, ist potenzieller Helfer und kann Dinge zum Guten wenden. Selbst im Fall von einer Tetraplegie mit einer hohen Lähmung zum Beispiel, werden die meisten Personen in der Lage sein, andere anzuleiten, dabei die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Und das alleine ist wichtig. Auch Daniel Müller will sein Wissen vertiefen. Er ist Mitglied von einer First Responder Gruppe im Kanton Thurgau. First Responder sind häufig die ersten Helfer vor Ort. Als leidenschaftlicher Feuerwehrmann hat er schon Menge Einsätze erlebt, wo seine Fähigkeiten entscheidend waren. Mit diesem Kurs will er jetzt für solche Situationen noch besser gewappnet sein. Ich muss sagen, mich machen die Einsätze nervös. Aber wie am Anfang Feuerwehreinsätze waren, die haben mich auch am Anfang nervös gemacht. Und ich bin fest davon überzeugt, dass mich die nicht mehr so mit mehr oder mit Anzahl Einsätze immer weniger nervös werden machen. Wie jemand richtig beatmen? Was für Unterschiede gibt es in der Technik für ein Kind oder ein Baby? Wie richtig mit Hilfsmitteln und ohne Hilfsmittel arbeiten? Das alles steht heute auf dem Kursprogramm. Wesentlich für uns ist insgesamt, dass wir möglichst viele Personen in der Schweiz erreichen mit unseren Kursangeboten, weil tatsächlich das Thema Erste Hilfe eins ist, das jeden Tag jeden von uns betreffen kann. Und dann sollte jeder Einzelne parat sein dafür. Auch Marianne Englert will parat sein. Denn sie weiss, im Ernstfall zählt jede Sekunde und jeder Handgriff. Der Rollstuhl hindert mich ja nicht dazu, das zu machen, was ich liebe. Weil ich sage, ich bin ja nicht behindert, ich bin ja nur eingeschränkt. Oh mein Gott! Schau, kommen zu mir, wie viel geht es euch besser von der Aufregung? Die Sättigung ist jetzt gut. Ist es besser? Die Sättigung ist gut.